Um Ruhe bitten und eröffne die Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Kickers Emden gegen Rochtersen Assel. Begrüße die beiden Trainer zu meiner Linken, Oliver Ionau. Richtig so? Ionau. Ja, man lernt dazu. Dankeschön. Und zu meiner Rechten wie immer unseren Stefan Emmerling. Ja, das Spiel ist leider 1-0 verloren gegangen. Und die Analysen zu diesem Spiel werden die beiden Trainer jetzt geben. Ich darf zu bitten, Oliver, dich als Ersten anzunehmen. Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Guten Abend zusammen. Unsere Analyse fällt heute relativ kurz. Ich glaube, wir haben fußballerisch wirklich kein gutes Spiel gezeigt. Wir wissen, dass wir es deutlich besser können, haben viele Spiele in der Saison gespielt, wo wir es besser gemacht haben, aber eben auch nicht Zählbares mitgenommen haben oder eben nur einen Punkt. Und dementsprechend sind wir heute sehr zufrieden und glücklich, dass wir 3 Punkte aus Emden entführen können. Zum Spiel muss man ganz klar sagen, haben wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit eine Druckphase von Emden überstehen müssen, wo unser Torhüter mehrfach gut reagiert, wo wir auch noch im letzten Moment einfach Schüsse blocken. Da hätte sicherlich Emden die Führung verdient gehabt. Ja, und wir haben dann aus wenig... Entschuldigung, tut mir leid, Emden. und wir machen dann aus wenig sehr viel, gehen 1-0 in Führung. Wir wissen natürlich, dass beide Mannschaften in der Saison extrem stark sind in der Defensive. Emden einfach auch mit ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen, auf gut Deutsch, eklig sein können. Das wussten wir im Vorhinein. Wir haben immer wieder viele Bälle auch in die Box geworfen, haben uns vor großen Problemen gestellt. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben uns gewehrt, wir haben uns dagegen gestemmt und haben wir heute beim Tabellenzweiten 3 Punkte mitgenommen. Das darf man einfach nicht vergessen. Emden spielt eine super Runde bis hierhin. Und von daher fahren wir zufrieden nach Hause und wissen aber auch, dass wir noch einiges besser machen müssen. Vielen Dank. Ja, danke Oliver. Ja, Stefan, dann bist du dran wieder mit deiner Analyse. Ja, moin zusammen an alle. Es war, was das Ergebnis angeht, ein ganz bitterer Abend. Mein Kollege hat es gerade gesagt, gerade in der ersten Halbzeit haben wir enorm viel Druck auf das gegnerische Tor gemacht, haben uns etliche Torchancen herausgearbeitet. Es war schon in den ersten Spielen so, dass wir einfach zu viele Chancen liegen lassen. Und gerade in so einem Spiel heute, gegen einen defensiv starken Gegner wäre es natürlich wichtig gewesen, gerade in dieser Druckphase, erste Halbzeit, wo wir wirklich teilweise dann auch gute Möglichkeiten herausgespielt haben, in Führung zu gehen, haben es nicht geschafft und dann musst du halt auch mal mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen, haben da kurz vor der Halbzeit unnötige Einwürfe produziert, unnötige Eckbälle produziert, die natürlich dann auch bei dem Wind unangenehm sind. Und haben es einfach nicht geschafft, heute den Ball im Tor unterzubringen. Zweite Halbzeit war es dann gegen den Wind, war es dann noch schwieriger. Trotzdem haben wir versucht, alles reinzuknallen. Klar ist natürlich, heute gab es natürlich schon auch den einen oder anderen, der jetzt nicht in Bestform war. Aber solche Tage gibt es. Müssen es trotzdem in Ruhe analysieren. Wussten, dass Rochtersen unangenehm sein kann. Aber wenn man ehrlich ist, darf das Spiel niemals verloren gehen aufgrund der Möglichkeiten, gerade in der ersten Halbzeit. Aber so sind nun mal Spiele, dass dann eine Mannschaft, die optisch besser ist, aber auch mal so ein Spiel 1-0 verlieren kann. Und deswegen trotzdem vielen Dank für die Unterstützung, für das Spiel heute am Freitagabend. Tolle Atmosphäre, aber man muss auch mal fairer Verlierer sein und sagen, okay, solche Tage gibt es, wo der Ball da nicht ins Tor will. Und von daher Glückwunsch an Rochtersen für einen glücklichen, aber halt auch defensiv gut verteidigenden Sieg. Dankeschön. Ja, danke Stefan. Ja, dann frage ich mal die Pressevertreter, ob es Fragen seitens der Presseleute gibt. Ja, bitte. Niklas Hummes, mein Name aus Friedenszeitung. Letztes Jahr habt ihr hier zu Hause gar kein einziges Spiel verloren. Das heute war jetzt
die dritte Heimniederlage in Folge. Ist es da vielleicht ein bisschen zu einfach zu sagen, dass der Ball heute einmal nicht ins Tor wollte? Wie du ja mitbekommen hast, Niklas, spielen wir jetzt nicht mehr in der Oberliga, sondern in der Regionalliga. Das heißt, die Qualität ist natürlich auch eine andere. Und trotz allem muss man natürlich auch feststellen, wir wissen schon, wo wir herkommen. Ja, aus der Oberliga und sind Aufsteiger. Und die letzten Jahre haben ja gezeigt, wie schwer sich die Aufsteiger tun. Und wir verlieren nicht gerne, vor allem nicht zu Hause. Aber wir haben immerhin 20 Punkte geholt, stehen immer noch an zweiter Stelle. Letztendlich ist es aber auch unabhängig, wo wir stehen, sondern wir wollen einfach jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Aber so Tage gibt es einfach und ja, man muss das halt auch mal akzeptieren, dass der Gegner es dann gut verteidigt, beziehungsweise wir einfach heute nicht das nötige Quäntchen hatten, was wir vielleicht in den Spielen zuvor hatten. Aber klar, so drei Niederlagen zu Hause tun natürlich weh, aber nichtsdestotrotz lassen wir uns da von unserem Weg nicht abbringen und ja, akzeptieren es einfach und analysieren das Spiel und werden sie im nächsten Spiel dann versuchen, besser zu machen. Ja, sind dann weitere Fragen seitens der Presseleute? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, meine Damen und Herren, es geht immer weiter. Wir lassen uns auch nicht entmutigen. Am Mittwoch geht es weiter gegen Bremer SV. Anstoß 19.45 Uhr. Ja, hier noch ein Ergebnis aus der Regionalliga. Blau-Weiß Lohne gegen Flensburg 3:1. Auch der Tabellendritte verloren. Gut, dann schließe ich die Pressekonferenz, wünsche euch unfallfreie Heimfahrt und weiterhin alles Gute. Uns noch einen schönen Abend und wir warten auf Mittwoch, Anstoß 19.45 Uhr. Seid wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.